Hey ho, da bin ich wieder und wir müssen jetzt etwas leiser sein, weil die Bärin da hinten schläft und wir uns anschleichen wollen. Ich hoffe, das klappt jetzt wieder mit den Lags, also dass wir keine Lags mehr haben, versteht sich natürlich. Wir sind noch im Schleichmodus. Ja, sind wir. Gut, dann wollen wir uns mal langsam nähern. Ich glaube, wir können noch gar nicht unentdeckt bleiben. Oh ja, das dachte ich mir. Na dann drauf da. Attacke! Das ging schnell. Ja, wir sind cool. Bär, der Bär hat Bärenklauen, Bärenpelz, Granatstein. Warum hat der einen Granatstein? Okay. Und Ralof ist auch da. Ne. Wo müssen wir hin? Da oben geht's hoch, aber ich glaube, da ist nichts. Wollen wir mal gucken. Gucken, gucken. Ne, hier ist nicht. Ich komme da gar nicht hoch, oder? Nein, ich komme da nicht hoch. Dann gehen wir mal weiter. Ja, Ralof, ich komme ja schon. Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich Echt? Wusste, wir würden es schaffen. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, Ralof. Bist ein ganz schlauer. Himmelsrand. Blitzzauber bewirken neben normalen Schaden auch eine Senkung der Magiker des Ziels. Sie sind besonders wirkungsvoll gegen Zauberer. Das interessiert uns natürlich sehr, besonders weil ein Bogen abgebildet ist. Sehr schön. Wasser? Oh. Da ist er wieder. Ich bin doch schon am Schleichen. Hallo. Und schon ist er wieder weg. Sieht so Echt? aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen Darf ich ist. dich jetzt bestehlen? Aber hier wird es bald von kaiserlichen Wimmeln. Menno. Wir verschwinden besser. Okay. Lass die Finger davon. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück! Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Warum trennen wir uns dann? Ohne mich schaffst du es nicht. Könnte ich jetzt die Axt werfen? Einfach mal mitten in den Kopf rein. Da. Bäm. Nein. Ja, Ralof, warum bleibst du dann stehen? Ich dachte, du willst ohne mich los. Hau doch ab. Warum wartest du auf mich? Ganz ehrlich. Ich folge dir mal. Komm, ich folge dir mal trotzdem. Ich weiß ja, wo es lang geht eigentlich, weil ich da oben die Minimap oder was auch immer das ist, diese Wisst Navigationsleiste habe. ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Okay. Naja, ich muss mir das überlegen, ob ich mich dem Aufstand der Sturmmäntel anschließen will. Ich glaube voll. Warum bleibst du stehen? Sag mir das. Bevor. Ja, komm, wir rennen mal weiter. Ich will da hinten zu diesem Runenstein oder was das ist. Ist das hier? Da geht's nach Helgen? Ja, ich glaube, da geht's nicht mehr nach Helgen. Der Helgen gibt's nicht mehr. Riverwood oder. Was heißt das auf Deutsch? Flusswald, ja. Ein Falkreath? Naja, können wir die Map aufschlagen? Ja, können wir. Nach unten geht's nach Helgen. Ach, Falkenring. Ach so, Falkreath. Und das Flusswald und hier ist ein Weißlauf. Nein, ich will keine Markierung setzen. Nein, ich will keine Markierung setzen. Kann man irgendwie rumscrollen. Entfernen. Ach, ist doch egal, komm. Wurscht. Dann gehen wir jetzt mal zu diesem Runenstein. Oder was auch immer das ist. Hey, okay, es sind drei so komische Steine. Okay, das war sehr klug von mir. Ich wusste nicht, dass wir so eine Pussy sind, dass wir bei jedem Sprung sofort abkratzen. Das ist natürlich sehr gut gelöst von mir. Ja, toll. Wartet! Ja, dann spielen wir das halt noch kurz nochmal. Ja, beeil dich bitte. Ich will diesmal nicht sterben. Und schon ist er wieder weg. Oh, diesmal ist Sieht es so schon aus, als geschafft. wäre es diesmal für immer.
Das glaube ich nicht. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Habe ich jetzt eigentlich die Quest immer noch? Warte, wo ist denn mein... Hallo? Hallo? Mein Ding ist komplett abgekackt. Einen Moment bitte, ich bin gleich wieder da. Ja, da bin ich wieder. Ich weiß nicht warum, aber Skyrim hatte gerade irgendwie mächtige Krämpfe und ist dann einfach abgeschmiert. Deswegen versuchen wir jetzt einfach nochmal. Wir sind da stehen geblieben, wo wir gestorben sind. Danke für diesen super Fall da gerade eben. Ja, wir müssen uns jetzt hier weiter vorkämpfen. Sie wird uns zu diesem Runenstein, hoffentlich, endlich. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Ja, viel lass mich Glück. Gehen. Darf ich? Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ja, dann gehe ich jetzt auch. Also ich muss da hinten lang, aber ich gehe jetzt hier den Weg lang. Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Haben wir alles schon gehört. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Das war doch nicht vom Kaiserreich die Schuld. Weiß, aber egal. Das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulf. Ein Fuchs! Ui, kann ich den Fuchs töten? Ui. Stirb da! Nein! Ich hab den Fuchs getötet. Wären die da eigentlich wirklich so steil? Die Ruine da oben? Das ist das Öd. Fuchspelz. Dort Hügelgrab. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Man gewöhnt sich wohl daran. Ja, schön. Ich will jetzt zu diesem Runenstein irgendwann mal. Ja, genau, da dann will ich. Diesmal nicht runterspringen, anscheinend sterben wir sofort, wenn wir irgendwo runterspringen. Egal wie hoch es ist. Die Wächtersteine. Ja, wir sind Diebesstein. Wer unter dem Zeichen des Diebes steht, lernt alle Heimlichkeitsfertigkeiten 20% schneller. Das ist doch was für uns. Ich glaube, das nehmen wir jetzt erstmal an. Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall im Himmelsrand zu finden sind. Ein Dieb, hä? Es ist niemals zu spät, sein Schicksal zu verändern, wisst ihr? Was sollte das jetzt heißen? Ich bleibe ein Dieb. Für immer! Das ist der Krieger, Kriegerfertigkeiten und Magierfertigkeiten. Wir sind aber ein Dieb. Und... Ja, okay, gut. Es bleibt aktiviert, wie es aussieht. Ich will nicht mit dir laufen. Ich will da hinten hin. Da hinten ist eine Höhle oder was auch immer das sein soll. Mine. Dahin will ich. Und am besten schleichen. Nein, wir rennen jetzt erstmal so. Gucken uns. Oh, was ist das denn? Eine Distel. Das Holz. Also. Ah, Blutsplittermine. Dann schleichen wir uns jetzt erstmal an. Also wir versuchen zumindest. Eine Holzfällerachs. Ist bestimmt zu gebrauchen. Gucken, ob hier jemand ist. Da ist jemand, ja. Wer bewacht das Ganze da? Komme ich irgendwie da hoch, dass ich da runterspringen kann? Ja, Stein, lass mich durch. Jetzt springe ich jetzt. Jetzt kann ich mal hier eben hier hoch. Jetzt schleiche ich mal eben hier lang. Kann hier wohl wieder eine Bergblume, gut. Ihr habt euch eine schlechte Zeit, ja, okay. Danke. Dann ebenso. Scheint noch nicht so gut zu klappen mit dem Schleichen. Wahrscheinlich, weil es hell ist. Also grell, richtig grell. Und weil wir doof sind. Nein, weil die Schleichenfertigkeit noch nicht so hoch ist. Ich mag diese Karren, die kann man sogar wegschieben. Wir sind Superman, wir können es mit unseren Gedankenkräften rumschieben. So. Bitte. Dass uns auch niemand folgt, hier auf den Weg legen. Jetzt verfolgt uns auch niemand mehr. Denn das ist eine Warnung. Wow, wo lang? Da. Rein in diese Mine. In der Mine müsste es ein bisschen dunkler sein. Gucken, ob wir da was mit unseren Schleichen anfangen können. Keine Info diesmal. Scheint nur bei wichtigeren Orten aufzukreuzen, so eine Notiz oder Info. Da ist noch so ein Karren. Hui. Das war jetzt aber nicht ganz so lustig, wie ich erhofft hatte. Das bringt nicht so viel. Dann machen wir lieber so.
Juhu! Ist da irgendwas? Nein. Oh, das sind Pilze. Rauer Wulstling. Ach, hier ist noch was. Ah! Framerate. Ich höre jemanden. Schon wieder diese Frage. Ich habe euch doch gesagt, dass wir jemanden haben, der da draußen Wache schiebt. Außerdem gibt es noch unsere Felsenfalle. Also hört auf, euch Sorgen zu machen und ruht euch aus. Bald kommt komm ich da Schild durch? Ich komm ich daran vorbei? Beim letzten Mal. Was? Ah, sie haben mich gehört. Ich muss nicht in die Dunkelheit. Wir müssen das so gut wie möglich trainieren. Versteckt, okay. Gehen jetzt wieder zurück. Schleichen verbessert. Das ist doch schon mal ein Anfang. Dann wollen wir doch mal gucken. Der geht da lang, der geht da lang. Nein, 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 du siehst uns nicht, du siehst uns nicht, du siehst uns nicht. Du siehst uns nicht, du siehst uns nicht. Du siehst mich nicht. Wir sind sofort wieder weg. Dieses Fackellicht regt einen echt auf. Nein, ich will hier hinter. Danke. Der wird jetzt wahrscheinlich hier hinkommen. Und sich dann wieder umdrehen. Versteckt, ja, okay. So trainieren wir wenigstens unsere Fertigkeiten. Hier geht es wieder darunter. Ich kann damit nichts anfangen. Ich muss irgendwie versuchen. Der ist jetzt da oben. Das ist schon mal gut. Der ist da hinten und legt sich schlafen. Ja, bitte leg dich schlafen. Was war das? Nein, der geht jetzt runter. Okay, das hat irgendwie nicht geklappt. Dann müssen wir wohl so töten. Ja, dann, aber immerhin haben wir ein bisschen Schleichen trainiert. Dann können wir schon später, wenn wir das aufleveln, ein bisschen besser damit arbeiten. Nee, hier ist nichts besser hier. Stahlbarren. Stahlschwert. Das hat aber nur 9. Ja. Warte mal kurz. Nein, Waffen. Das hat 9. Das hat auch 9. Wieso ist das denn schlechter? Ist doch besser. Ja, das ist auch gut. Okay, okay. Hier ist was? Nein. Wieder so ein Pilz. Aber sonst ist hier auch nichts. Doch, Geldbeutel. 13 Gold, zerfettertes Tagebuch. Wollen wir das alles lesen? Hm? Ich denke nicht. Wow. Ich denke, wir gehen mal hier hoch. Hier oben ist hier jemand? Scheint nicht so. Okay. Nehmen wir noch mal kurz den Afro-Wein mit. Und betätigen den Hebel, der hoffentlich die Brücke runterlässt. Verstecken uns dabei. Ich glaube, da kommt nämlich jemand jetzt. Ich höre jemanden. Ich dachte, wir hätten draußen eine Wache postiert. Haltet die Augen offen. Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Hier ist niemand, hier ist niemand, hier ist niemand. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier runter. Knapp Scheiße, ey. Ja, wir wurden entdeckt. Okay. Anscheinend hat das zu viel Geräusche gemacht, da am Wasser. Dann musst du halt auf diese Weise sterben. Ist mir auch recht. Ist das vielleicht ein schönes Schwert für uns? Nee, wir wollen keine Zweihandwaffe. Wir wollen diese Pilze hier. Es war aber nur einer. Wo ist denn der andere? Der steht da hinten noch. Umgedreht oder guckt er zu mir? Ne, der steht umgedreht. Bitte lass ihn umgedreht bleiben. Nein, 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 dreh dich um. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, bitte geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Niemand hier, ja. Oh, scheiße, der kommt jetzt wieder hin. Geht der jetzt zurück? Ich hoffe, der geht jetzt zurück. Gucken, wo er jetzt lang geht.
Ich glaube, der geht jetzt wieder hier die Brücke entlang. Ja, gut. Was? Ach, das, ich habe mich doch nicht bewegt, ey, ganz ehrlich. Er sieht mich in dem Licht. Jetzt bin ich nicht mehr im Licht. Geh weg, geh weg, geh einfach weg, geh einfach weg. Was? Was? Ich bin im Dunkeln, geh weg. Immerhin haben wir ein Level erreicht. Ist ein bisschen laut. Hoffentlich hat er es nicht gehört. Mal kurz gucken, ob wir Schleichen oder so verbessern können. Gesundheit oder Ausdauer? Bis 150 Ausdauer leveln wir das noch. Dann machen wir erstmal Gesundheit. Schleichen können wir es verbessern. 25% schwerer zu entdecken. Ja, das können wir jetzt gut gebrauchen. So. Vielleicht können wir jetzt. Was ist denn an einem Krug hier und da so falsch? Doofe Bienen mit dem blöden Honig. Können wir jetzt an ihn ranschleichen. Was war das? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Also. Du bist zwar schon tot, aber. Also. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Das ist aber auch immer ein Kack, ey. Ich glaube, wir müssen es erstmal trainieren, bevor wir wirklich erfolgreich sein können damit. Wir halten uns ganz schön lange in einer Mine auf. Naja. Oh, was ist das denn hier? Geld. Was? Oh, 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 da war jemand. Ach, der, weil ich das Geld da weggenommen habe. Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Ich glaube auch, Bursche. Deine Fantasie ist mit dir durchgegangen. Ich glaube, der sitzt da so und guckt sich zu mir um. Ist da jemand? Ja. Menschenskinder. Geh weg, bitte geh weg. Ich will einmal einen erfolgreichen Hinterhalt